den Haaren, die Sonne im Gesicht. Und wenn sie nicht mehr weh und der Hafer sie sticht, dann laufen sie aus und segeln quer über den Ozean. Mit unseren Freunden segeln wir von Tahiti über Morea, Huaine, Taha nach Bora Bora. Gesamtstrecke knapp 210 Meilen. Und ihr zwei Hübschen? Ja. Seid ihr angekommen? Jawohl. Nach langer Reise endlich da. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Höbi. Happy Birthday to you. Prost, Kevin! Nach drei Tagen verlassen wir Tahiti und segeln nach Morea. Was genieße ich meinen Besuch? Übernimmt meine Arbeit, Schiffsputzen unter dem Wasser. Danke, Dani, das machst du toll. Was macht Mandy? Sie genießt das Nichtstun. Vor 7 Monaten haben wir Lupina das letzte Mal betankt, genau hier in Morea an dieser kleinen Tankstelle. Sehr bequem und einfach. Und wenn wir 2x2 Hände mehr haben, dann geht es noch viel einfacher. Direkt hinter der Lupina tauchen wir ab und schnorcheln zu den Tikis, welche die Eingeborenen vor vielen Jahren vor den Missionaren da verschenkt haben. Mit unseren Gästen Mandy und Dani. Es hat wenig Wind, aber genug zum Segeln auf dem Weg nach Huaine. Angelglück auf der Überfahrt. Ein Thunfisch geht uns an den Haken. Super haben die das gemacht. Gratuliere. Eine feine Nacht. Sieht dann der Ton auf dem Teller aus. Ganz frisch. Huaine ist viel touristischer, also hat es auch sehr, sehr viele kleine Restaurants, Bar. Und das genießen wir wieder mal in vollen Zügen. Auswärts essen, auswärts etwas trinken und einfach sein. So sieht das Office für Mietautos aus. Typisch polynesisch.
Hier lassen wir uns mit einem feinen lokalen Essen verwöhnen. Et puis les chapons, ça tient combien du temps? Vert, ça tient une semaine. Plus ils vont devenir marron, mais ouais. On peut toujours les mettre. Oui, ça suffit. Kleine Arbeiten werden erledigt, Messer schleifen und neue Fäden an den Rollen montieren. Okay, wir wechseln jetzt da dieses Teil, Plastikteil, dass man sieht das hier besser. Das ist hier gerissen, das sollte hier in der Feder einhängen. Die neuen, die sind aus Metall, da passiert das nicht mehr und das wechseln wir jetzt hier raus bei den Rollen. Heute Morgen früh aufgestanden, wir sind unterwegs nach Taha, Dani am Steuer und Köbi relaxed, beobachtet alles. An der Boje vor Taha treffen wir zufällig wieder die Crew der Segel Apposito und genießen zusammen den Sundown. Mandylein! Kuckuck! Der Sonne entgegen. Ja. Schön. Oder ist das von der Welt? Beide so. Unterwegs auf der letzten Etappe nach Bora Bora, welches da hinten liegt. Bora Bora, mit dem Titel Die Paradiesinsel von Französisch-Polynesien.
enttäuscht uns etwas. Die schönsten Strände sind von Luxusresort besetzt und für uns nicht erreichbar. Prozent der Bevölkerung arbeitet im Tourismus. Mag das der Grund sein, dass wir sehr viele ungepflegte Häuser und Umgebung sehen? Zum Glück haben wir doch noch den für uns zugänglichen Matira-Strand gefunden. Leider hat alles mal sein Ende. Mandy und Dani müssen nach 2 Wochen auf der Lupina bereits wieder an die Heimreise denken. Wir haben tolle Sachen erlebt, blicken zurück auf eine sehr schöne gemeinsame Zeit mit unseren Freunden. Hat dir das Video gefallen? Dann drücke doch auf den Daumen. Und wenn du kein weiteres verpassen möchtest, dann kannst du unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist.